Für den Lubrikator gibt es verschiedene Möglichkeiten der Rezepturen und ich werde jetzt mal einige demonstrieren. Zum einen eine Möglichkeit für Menschen, die sich gerne vegan ernähren möchten, wo wir ein wenig Wasser geben. Man könnte natürlich auch jetzt, wenn man entsprechende Früchte hat, frisch gepressten Orangensaft nehmen. Hier haben wir Süßlupinenpulver, eine gute Eiweißquelle, die sich schön ergänzt mit dem Kokosmus. Dann etwas geschälte Hanfsamen, ebenfalls eine hervorragende Eiweißquelle. Auch eine sehr gute Ergänzung zum Mineralstoffgehalt vom Kokosmus. Und hierfür nehme ich jetzt mal das Mousse, in dem wir die wunderbaren Wirkungen des Kokosfetts haben und noch die übrigen Vitalstoffe der Kokosnuss mit dabei. Auch wertvolles Protein und Mineralien. So. Ein wenig Zimt ist empfehlenswert aus geschmacklichen Gründen und auch weil Zimt auf eine sehr effiziente Weise den Blutzucker stabilisiert. Und dann bedienen wir uns an reifen Früchten. Nämlich ein Stück von einer schönen reifen Birne, die natürlich eine angenehme Süße gibt. Mehr Aprikosen. Bei Steinobst sehr wichtig, auf gute Reife zu achten. Man sollte natürlich bedenken, dass man jetzt im Lubrikator in diesem Gemisch dann Früchte zu sich nehmen könnte, die man vielleicht pur nicht essen würde, weil sie noch zu unreif sind. Das wollen wir natürlich nicht. Was auch immer gut ist, ist etwas Zitronensaft einzufügen. Zitronensaft unterstützt die Fettverdauung. Da dürfen ruhig auch ein paar Kerne mit rein. Die haben gute essentielle Öle. Allerdings kein Aprikosenkern. Das war jetzt unbeabsichtigt. Und der Zitronensaft hat eine leichte leberanregende Wirkung und ist auch eine sehr gute Quelle von Elektrolyten. Bananen geben natürlich immer eine schöne cremige Konsistenz. So, das sollte fürs Erste genügen. Gut, jetzt haben wir unsere Zutaten zusammengefügt. Jetzt wird das Ganze etwa 30 Sekunden lang gemixt. Wenn wir Beerenfrüchte haben, dann kann es sehr schön sein, diese nicht mit in den Mixer zu tun, sondern hinterher als ganze Frucht dazu zu geben. Das kann man auch zum Teil sehr schön machen mit wirklich reifen, leckeren Mangos. Manche Früchte wollen wir in ihrem Eigengeschmack bewahren. Andere wie Bananen, Aprikosen, die kommen sehr gut in dieser gemixten Version zur Geltung. Und das wäre jetzt eine vollkommen ausreichende Portion für zwei Personen, die gut sättigt, die den Körper mit Energie versorgt, ohne zu belasten.